Und auf einmal wird wieder eine Umschuldung Griechenlands an den Märkten gespielt. Es gibt neue Unsicherheit. Klar, angesichts der Milliardenschulden Ende des Jahres sind es wohl schon 347 Milliarden Euro Schulden. Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Wie wahrscheinlich ist denn da eine Umschuldung Griechenlands nun geworden? Also nach den jetzigen Zahlen und nach den jetzigen Erkenntnissen impliziert der Markt auf jeden Fall, dass eine Umschuldung kommen muss. Die Frage ist, wann und wie schnell. Natürlich dementiert die Politik, natürlich schaut die Politik, die Märkte noch zu beruhigen. Aber ich denke, der Weg ist beschritten. Man muss schauen, wie man auf Lösungen zugehen kann und wie man die Lage retten kann. Das ist meine nächste Frage. Wie kann man diese Lage retten? Einfach einen sogenannten Haircut machen, 20, 30, 50% der Schulden dem Land erlassen? Das wäre vielleicht die einfachste Lösung. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, innerhalb der EU hätte das unheimlich viel Verwerfungen, nicht nur in Griechenland selber. Wir haben die griechischen Rentenkassen, wir haben den griechischen Staat. Der würde dann auch Vermögenswerte verlieren. Der hätte auch auf Jahre hinaus keine Chance mehr, sich am europäischen Kapitalmarkt Gelder über Anleihen oder über Programme zu besorgen. Und dann nicht zuletzt natürlich ausländische Staaten, ausländische Banken oder innerhalb von Europa verschiedene Gesellschaften. Die würden alle darunter leiden, einschließlich Privatanlegern. Das sind die Verlierer dann, die die Milliardensummen verlieren würden? So könnte man das vereinfacht sagen. Es gibt vielleicht noch eine elegantere Lösung, die man mit ansprechen kann. Es gibt eine Möglichkeit der Stundung der Anleihenlaufzeiten oder der Verschuldungslaufzeiten. Hätte den Vorteil, man erkauft sich etwas Zeit, denn wichtig wäre, um so ein Programm wieder ins Laufen zu bekommen, einfach ein Wachstum, damit ein Staat wachsen kann, Einnahmen oder Einkünfte bekommt und dadurch seine Schuldenlast wieder tilgen kann. Es gibt ja auch die Überlegung, dass man einfach diese Griechen-Bonds in der Tat in eine Art europäische Anleihe aufgehen lässt, mehrere Schuldner hat, mehr Stabilität hat. Aber das wird wohl am politischen Willen der Union scheitern, oder? Ich denke, das könnte daran scheitern. Auf der anderen Seite, es gibt nicht viele Fraktionen, die dagegen sind, sondern mehrheitlich die Deutschen. Ich glaube, für die EU wäre es vielleicht eine elegante Lösung, wie sich die Staaten, wir bezahlen müssen wir sowieso in irgendeiner Art und Weise, einheitlich zeigen können, wir sind EU-Länder und wir wollen gemeinsam eine Lösung. Natürlich muss Griechenland, und das ist wahrscheinlich auch das Hauptproblem, warum die Märkte misstrauen, muss Griechenland endlich signalisieren, dass sie Aktionen und Spaßmaßnahmen und Veränderungen einleitet. Das fehlt bisher. Dieses Signal bleibt aus. Ja, und dann gibt es ja noch ein ganz neues Problem. Der Wahlsieger aus Finnland an diesem Wochenende, die wahren Finnen um Timo Soini, Euroskeptiker. Da könnte ja theoretisch sogar schon eine Hilfe, jedmöglicher Ansatz einer Hilfe für Portugal scheitern. Wird das noch zu einem echten Problem werden können in Europa? Oder muss man in Finnland dann auch sich der normativen Kraft des Faktischen beugen und dem auch zustimmen? Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit gewonnen. Man muss einfach schauen, wie sich diese Kräfte entwickeln. Sollte das zu schnell und zu heftig gehen, haben wir sicher Probleme mit einer weiteren Lösung im Rahmen Portugals. Momentan sehe ich noch keine große Gefahr oder sehe die Chance, dass man es noch einvernehmlich lösen kann, bevor die Hütte brennt. Alle haben Schulden, alle müssen raus aus den Schulden. Bis hin nach Amerika wissen wir spätestens seit gestern. S&P, das Stichwort, aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Wir bleiben bei Griechenland, waren bei Griechenland. Eine Einschätzung von Frank Benz. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.